Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Noctis Lucius Calium. Und damit hallo und herzlich willkommen zum einem neuen Let's Play hier auf meinem YouTube-Kanal. Final Fantasy 15 spielen wir heute und ich habe eigentlich gerade schon eine mega lange Anmoderation im Hauptmenü gemacht und habe gemerkt, es nimmt gar nicht auf. Deshalb rede ich jetzt einfach mal so mit euch hier und ich sehe gar nicht irgendwelche Feinde. Ah. Ja, der Heini dort, oder? Ist er das? Au! Wir sind ja in der Haut von Noctis und anscheinend sind wir irgendwie in der Zukunft. Kommt zur Ergänzung, heißt der andere Charakter. Mann, ich ärgere mich gerade, dass es nicht aufgenommen hat. Ach du, ja, wir kommen. Oh shit. Oh Mann. Puh. Ich habe gerade im Hauptmenü eine ziemlich lange Rede gehalten von dem, was uns jetzt hier erwartet. Mein Name ist übrigens EliLP, falls ihr mich nicht kennen solltet, und erwartet hier kein Pro-Gaming. Vom Feinsten, ich bin totaler Noob, was es angeht, mit der PlayStation 4 zu spielen. Und jetzt halte ich mal kurz meine Klappe.旅の無事を祈る。下がってよい。はい。まあ、王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。 ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？色々と言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り、頼りない息子だが。 どうかよろしく頼む。お任せください。必ずください。必ず無事に王子オルキシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コルが車で待ってんだろ。ドロット、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。 心配などいるものか。お互い様。いいか。途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として常に 胸を張れ。 Oh, wir haben schon direkt die Trophäe erhalten. Wir sind echt gut. Wir sind echt gut. Feuertaufe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt kurz Gelegenheit habe. Oh, Kapitel 1, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucius Calium ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, die Nachbarstadt Akordu, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Aha. Und ich glaube, solange der Ladebildschirm hier noch lädt, ich hoffe, das dauert noch ein bisschen, habe ich noch ein bisschen Zeit zu erzählen. Ich nehme das Ganze hier von der PS4 auf der Share-Funktion auf, mit der Share-Funktion. Das heißt, die Slim-Variante nimmt es leider nur in 27p auf. Das heißt, ich werde wie auch in Assassin's Creed Unity das Ganze ein bisschen hochskalieren müssen, bis ich ja eine andere Möglichkeit gefunden habe, wie zum Beispiel die Elgato
das Ganze in Full HD aufzunehmen. Aber ja, da spielt auch wieder das Geld eine Rolle und ich bin immer knapp bei Kasse. Weihnachten mir jetzt die PS4 gegönnt. Plus Final Fantasy 15. Und ja. Und erwartet hier auf keinen Fall Pro Gaming von mir. Ich bin ein totaler Noob, was es angeht, mit Controller zu spielen. Und kenne mich mit Final Fantasy auch überhaupt nicht aus. Das ist wirklich mein allererstes Final Fantasy Game, was ich zocke. Ja, erschlagt mich, steinigt mich, was auch immer. Ich schäme mich selbst dafür. Aber es gibt für alles ein erstes Mal. Und da geht's auch weiter. Oh, es ist immer weit gekommen. Dame da. Koizuga soto no kibissage. Shikata nai sa. Sate, mata oshite ku shika nei na. Ah, ore mo nodo kawaite shini so. Oi, okiro. Ore. Ataraki. Tja, der hätte mal tanken gehen sollen. Okay. Darf ich schon? Ach, ich sollte mal lesen, was dort steht. R2 verschieben, ja. Ja, und so beginnt das Spiel, indem wir einfach mal unser Auto schieben. Ja, und wie ihr schon gehört habt, spiele ich. Mit der japanischen Synchro, der Original-Synchro. Ui. わが言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプト話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エイコに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、電話は やはり話し中だ。っていうかさ、おかしくない？ Ja Mensch, darf ich jetzt mal ein bisschen erzählen? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich erzählen sollte. Sekai広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか？押してるよ。 Final Fantasy 15. So beginnt eine lange, fantastische Reise, indem wir ein Auto schieben. Ja, ich spiele in der Originalfassung der japanischen Synchro, weil mir die Stimmen deutlich besser gefallen, vor allem die von Prompto, wenn es vielleicht aufgefallen ist, dass es die Originalstimme von Natsu Dragoneel aus Fairy Tail hat. Ein Grund, allein das Spiel in japanischer Synchro zu spielen. Oh, haben wir es geschafft. Oh, oh lala. Hajimemashite, Oji. Kekkon omedetou. Ja, mada dakara. <笑>君があるな、フレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。<笑>あっちでじいじが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘。ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。 ノクティス王子か。お、まあ。<笑>
親父の威厳はそっくり吹き取ったような顔だな。は？色々控えた大事な旅なんだろう。もっと締まった顔できねえもんかね。 こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。 オーケー。 Ein leicht übertriebener Ausschnitt, aber das ist ja von den Japanern bekannt. Weibliche Charaktere so darzustellen. So. Jetzt habe ich wohl ein bisschen mehr Zeit mit euch zu reden. Speichervorgang, sehr schön. Was wollte ich denn noch alles sagen? Beziehungsweise ich habe eigentlich sehr vieles im Titelbildschirm gesagt, nur da habe ich gemerkt, dass es gar nicht aufgenommen hat. Das war ein bisschen doof. Ja, ich komme. Was? Hm. Na, vielen Dank. Karte des Kontinents erhalten. Navikarte. Erst in der Navikarte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurantsymbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über die Umgebung in Erfahrung bringen kannst. Ja. Das können wir tun. Aber ich wollte eigentlich noch ein bisschen quatschen. Ich weiß noch nicht mehr, was ich quatschen wollte. Ich habe jetzt vieles zwischendurch gesagt und somit voll verpeilt, was ich eigentlich. Ah, Ebony da. Koko ni mo otten da. Ignis yorokobu na. Are. Giru tte. Denk mir so. Was habt ihr? Habt ihr was entdeckt hier, was euch gefällt? Prompto, hä? Nokto. Koko oto no kane tsukaenai yo. Ignis, wo bist du? Ja, wie gesagt, falls ihr es noch nicht so ganz die Vorgeschichte verstanden habt, wir spielen Noctis hier zu sehen. Der Prinz vom Königreich Lucius und ja, wir sind eigentlich auf dem Weg, unsere zukünftige Verlobte Luna Freya zu heiraten, haben somit unser Königreich, unsere Hauptstadt verlassen und ja, werden noch ein paar Hintergrundinformationen sicher noch bekommen, weiß ich gar nicht, was denn da jetzt so alles passiert ist. Zu empfehlen ist es eigentlich, bevor ihr euch das Let's Play anschaut oder das Spiel spielt, euch erstmal den Film Kingsclave anzuschauen, weil das so ein bisschen die Vorgeschichte von Final Fantasy XV aufzeigt. Sehr zu empfehlen, meinerseits auch, diesen Film. Interagieren, was ist das? Töpfe und Pfannen für ihren nächsten Campingausflug. Sie finden nichts, was sie suchen. Fragen Sie uns. Da lächelt er. Okay, ich glaube, wir können jetzt hier noch nichts holen. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Wir haben ja Zeit. Die erste Folge heute wird so ein bisschen eine Science-Szene. Takes Boxenstopp, das schärfste Jambalaya in ganz Lucius. Wenn sie mal wieder Feuer im Tank brauchen, okay. Hm. Können wir mal probieren. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld wir haben. Hm. Wir können uns erstmal ein paar Ortsinfos holen. Refugien wurden eingezeichnet. Okay, ich weiß noch nicht, was die genau bringen. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ah. Ortschaften wurden eingezeichnet. Sehr schön. Und Sammelstellen wurden eingezeichnet. Ah. Okay.
Da wissen wir schon ungefähr, was wir finden. Speisekarte. Jagd. Jagd ist dann immer so, da kann man besonders starke Gegner suchen. Ich glaube, Speisekarte, ich weiß nicht, ob wir da 50 Gills. Wir haben gar kein Geld, wir können uns nichts kaufen. Sah aber lecker aus. Ignis, hast du was? Ja. Na toll. Der mittellose Prinz, das ist unsere erste Aufgabe hier. Wir müssen also um Geld betteln. Okay. Wählen wir, da haben wir gewählt, okay. Aber echt. Gut, fragen wir mal nach, ob wir uns ein bisschen Geld leihen können. Beziehungsweise werden sie uns wahrscheinlich direkt auf eine Quest schicken, wo wir uns ein bisschen Geld auftreiben können. Ja, ein Gespräch, dein Preis ist unfair. Geld leihen. Gladio vorschicken. なるほど。じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろって。さっき、じいじが依頼を取ってきたの。じゃあ、バイト代ですから、頑張ってみる?場所はこの辺だよ。よ、klar。ここまで計算されていたとはな。せっかくだ。 10 FP erhalten. Okay. Fertigkeitspunkt. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitspunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Okay. Menü ist also das Touchpad, kann das sein? Okay, Fertigkeiten. Im Menü kannst du unter Fertigkeiten die Fähigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitenpunkte, FP, logisch, FP kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenaufstieg durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden. Ach, selbst da kann man Fähigkeitenpunkte kriegen, das ist also sehr schön. Fertigkeiten, die Noctis Kampfaktion verbessert und ihm so die Möglichkeiten geben, Feinde zu besiegen, okay. Kommandos, für den Noctus Gefährten zum Aufführen neuer Kommandos ermöglichen, die kann werden können, okay. Fertigkeiten, die sich auf die Heilung von Charakteren konzentriert. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ja. Fertigkeiten, die die Synthese und Anwendung von Magie effektiver machen. Wartemodus. Fertigkeiten, die es im Wartemodus ermöglichen, das Beste aus Kampfstrategien herauszuholen. Erkundung. Fertigkeiten für unterwegs. Sie erleichtern den Spielfortschritt, ohne direkt Einfluss auf die Kampffähigkeiten zu nehmen. Aha. Statuswerte. Fertigkeiten, die die Statuswerte der Gefährten steigern oder das Anlegen zusätzlicher Accessoires erlauben. Team. Fähigkeiten, die das Teamwork der Gefährten stärken, es ihnen erlauben, sich gegenseitig effektiver zu unterstützen. Okay. Keine Ahnung, vielleicht sollten wir erstmal Kampf machen. Kann ich denn jetzt schon was machen? Ach so. Automatisch ausweichen braucht weniger MP. Gut getimtes Drücken von für Ausweichmanöver, durch das kein MP verbraucht wird. Aha. Schwere Lanze, was Schwertlanze ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung mit verbraucht MP, okay. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Noctis bei einer Angriffsserie selbst keinen Schaden nimmt. Okay, perfektes Ausweichen kriegen wir jetzt eh noch nicht hin.
Ich glaube, das wäre erstmal das Einfachste, oder? Ah, du wärst halt neue Kräfte, ist ja krass. Okay. Aber jetzt speziell für die anderen Leute, weiß ich gar nicht. Naja, kriegen wir bestimmt raus. Haben auf jeden Fall jetzt noch jedes Menge anderes Zeug, Ausrüstung. Im Menü kannst du unter Ausrüstung, Waffen, Accessoires, Kleidung und Kommandos der Gefährten wechseln. Noctis kann maximal 4 Waffen anlegen, einschließlich Zauber. Seine Gefährten nur 2. Eine Legende zu allen Symbolen kannst du im Menü unter Dreieck aufrufen. Okay. Wir werden jetzt innerlich noch anderes Zeug haben, oder? Masumuna, ist das? Ach, das ist das. Das habe ich schon direkt freigeschalten bekommen. Beziehungsweise ich hatte so ein Day One Edition Key mit diesem Schwert. Und da würde ich sagen, könnten wir das jetzt ja auch direkt mit reinhauen. Simone. Okay, scheint auch vieles ein bisschen besser zu sein. Dann können wir den Szene eigentlich auch direkt da hinhauen. Das ist ja Verschwendung, beide zu haben. Ansonsten haben wir noch nichts. Okay. Dann würde ich sagen, halten wir uns hier nicht so lange auf. Machen wir weiter. Alles klar. Gut, dann machen wir uns jetzt auf und begeben uns zu den gefährlichen Tieren. Ach, das sieht ja geil aus, das Schwert. Okay. Da scheinen so Feinde zu sein. Vorsicht, du kannst Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Was? Ja, naja, ich kann mir nicht lesen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Aha. Offensive Haltung hilft, um automatisch den Angriffsfeld zu starten. Wenn ein Gegner in der Nähe ist. Okay. Probier es da mal. Okay. Das hätten wir schon. Mehr Technik war jetzt nicht so mega, aber dafür den Rest. Gut, hätten wir das. Was denn das? Für ein Teil? Also das Kampfsystem ist eigentlich relativ einfach, wenn man nicht so ein Analogstick-Legastheniker ist wie ich. Unser Ausdauerbalken, ja, ist gerade ein bisschen gegen. Aber wir werden uns da reinfitzen, beziehungsweise ich werde mich da reinfitzen. Und ich weiß gar nicht, wie lange die Folge schon geht. Ist scheißegal. Wird's ein bisschen Überlänge. Weiche gegnerischen Angriffen mit, ja, fällt aus. Halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen. Ja, das ist
Ah, schade. Zurück ja Viereck, aber macht ja nichts. Und kannst du weder ausweichen noch Warp-Angriffe ausführen. Gehen Deckung für dich in einem Punkt Warp. Okay. Ach komm, den kriegen wir jetzt auch noch schnell down. Okay. Müsste den MP haben wir ein bisschen aufgebraucht. Ist ja egal. ハンマーヘッドで整備が終わったらガーディナと船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか。車の整備待ちしたらガーディナで船ね。 Mal sehen. Aber es wäre zu einfach. Ich glaube, da wird noch was dazwischen kommen. Na, das kenne ich alles schon. Danke. Was hält denn der aus, Mann? Irgendwie machen wir damit nicht so viel Schaden. Okay. Mit R, was? 3? はい。シドニーだけど、体重は順調?あ、今終わった。よかった。悪いんだけどさ、ついでに人探しも頼めない?レイブって Gehen wir da mal nachschauen. Ja, Leute. Ich würde sagen, bevor wir jetzt uns aber zu dieser Hütte aufmachen, um einen Jäger zu treffen, der da möglicherweise ist, würde ich sagen, schließen wir die erste Folge von Let's Play Final Fantasy 15 ab. Und ja, da ist noch was ich sagen will. Ich werde heute noch ein Video raushauen, nämlich an der Stelle werden wir das Tutorial nochmal spielen. Das haben wir dreist übersprungen, hier direkt zu Beginn. Also, wenn euch das noch interessiert, schaltet da nochmal rein. Ansonsten würde ich sagen, ich bin mir noch unsicher, wie ich Final Fantasy 15 raushauen werde. Ob nun jeden Tag oder alle zwei Tage, werde ich noch sehen. Ansonsten schaut doch morgen nochmal auf dem Kanal vorbei. Vielleicht ist da die nächste Folge schon auf dem Kanal. Ansonsten wird es alle zwei Tage laufen. Ja. Bis dahin würde ich sagen, Waffeninternetstatus. Bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge wieder rein. Bis dahin, ciao.